Herzlich willkommen und los geht's. Turn 3. Jetzt sind wir in Gouda und es soll nach Dordrecht gehen. Diverse Schleusen stehen vor uns und vor allen Dingen dann die Gezeitenreviere. Wir rechnen mit ganz viel Berufsschifffahrt. Ist natürlich die Fahrt von Dordrecht über den Rhein nach Rotterdam. Da geht's richtig rund. Mal schauen, wie es wird. Das Wetter soll ganz gut werden. Ziemlich kalt, bisschen Wind. So 2, 3 Windstärken, das geht eigentlich. Und aber Sonne. Und schauen wir mal, was passiert. Ihr seid dabei. So, jetzt sind wir in der Schleuse in Gouda und jetzt geht's los weiter in die holländische Eifel. Die Schleuse wird voll, da kommt noch ein dicker Pott mit rein. Dordrecht ist erreicht. Es ist jetzt 14:45 ungefähr. Das heißt, wir haben gebraucht, es sind 33 Kilometer gewesen, von der Schleuse in Gouda bis zur Brücke in Dordrecht, wo wir jetzt gleich sind. Und haben so, ja, dreiviertel Stunde gebraucht. Wobei die größte Strecke ist die Hollandsche Eifel. Die ging schnell, weil wir da eben Strömung von hinten hatten. Und jetzt hier die der untere Teil der Meerwede, also den Rhein hoch, das war schon ein ziemliches Getucker. Teilweise nur mit 4-5 Stundenkilometer vorangekommen, weil eben die Strömung stark gegen uns war.
Ja, jetzt sind wir in Dordrecht und weil es noch so früh ist, haben wir beschlossen weiterzufahren. Mal schauen, welcher Hafen dann unser Ziel wird. Ihr seid natürlich dabei. Yachthafen Wiesbosch, also das ist hier was richtig Feines, wahrscheinlich auch richtig teuer, ich kenne die Hafengebühren noch nicht, aber es ist also Sanitäranlagen tipptopp. Wir haben uns vorher telefonisch angemeldet, haben vom Hafenmeister den Code bekommen, um hier reinzukommen, hat alles wunderbar funktioniert. Spielplatz hier, ja, 5 oder 6 verschiedene Restaurants. Jetzt wollen wir mal schauen, ob die auch geöffnet haben, weil es ist noch Vorsaison. Ja, mal schauen.